In den Rauhnächten wandelt Frau Perchter auf Erden. Um ihren Segen zu bekommen, werden ihr respektvoll Gaben dargeboten. Wer sich auf die Lauer legen möchte, um einen Blick auf ihr nächtliches Treiben zu erhaschen, dem sei davon abgeraten. Fortsetzung folgt. Eine geheimnisvolle, magische Zeit. 12 Nächte zwischen den Jahren, die ganz besonders sind und um die sich viele Geschichten ranken. Die Zeit der Orakel und inneren Einkehr. Die Zeit der Geister und Gespenster. Sie haben uns Menschen schon immer fasziniert. Die Rauhnächte. So viele Knöpfe einem an einem Kleidungsstück fehlen in der Zeit der Rauhnächte. So viele Geldstücke werden einem im kommenden Jahr gestohlen. In der heiligen Nacht muss man um 12 beim Schrecken läuten, einen Stecken schneiden. Mit Schlag 12 muss er geschnitten sein. Und zwar darf man bloß 3 Schnitte tun. Mit diesem Stecken kann man einen in der Ferne prügeln. Wenn man etwa ein Beinkleid hinlegt und den Namen nennt, so spürt es der Betroffene. Wer Erbsen oder Hülsenfrüchte zu sich nimmt in dieser Zeit, bekommt Krätze, Geschwüre oder Ungeziefer und stirbt im kommenden Jahr. Faszinierend, bizarr, unheimlich. Im Maskeum, im bayerischen Kirchseeon, werden die Rauhnächte gefeiert. Besser die Perchten, die in dieser Zeit ihr Unwesen treiben. Wir berücksichtigen in allen Facetten Gewand, Maske, auch die Elemente, Licht, Feuer, Wasser, Erde, die ganze Farbsymbolik, auch im Ausdruck der Masken. Da legen wir sehr viel Wert auf Tradition. Und wenn man weiß, wenn eine Maske geschnitzt wird, die lebt ja auch. Und letztendlich sieht eine Maske bei Tageslicht anders aus wie mit einem Fackelschein. Und das macht das Ganze interessant. Dass dieses nagelneue Museum in dem kleinen Ort Kirchseon eröffnet wird, liegt daran, dass sich hier eine der größten Perchtenhochburgen Deutschlands befindet. Die Perchtenläufe, besonders während der Rauhnächte, sind legendär. Man wirkt in diesem Brauchtum mit und beteiligt sich dann mit all seinen Facetten. Selber war ich ein paar Jahre auch Perchtenläufer aktiv. Und ja, irgendwann gab es viele kulturelle Projekte mit dem Perchtenbrauchtum. Und das letzte schöne Projekt war jetzt diese Entwicklung der Idee mit dem Maskeum. Ob Schirch oder Schönperchten. Die Masken, die hier ausgestellt werden, einfach umwerfend. Das ist auch eine sehr interessante Maske, das Gfries. Das stellt sehr gut diesen natürlichen Lebenskreislauf dar, nach dem Motto gefressen und gefressen werden. Man sieht hier ganz deutlich, wie der erste Fisch vom zweiten gefressen wird und letztlich von der dritten
Kreatur vereinnahmt wird. Und das ist eine sehr interessante Darstellung, wie wir Leute eigentlich leben. Gemacht werden solch einzigartige Masken von Leuten wie Herbert Schafbauer, der schon seit Jahrzehnten für die Kirchseeoner Perchtenläufer Masken schnitzt. In der Regel mache ich kurze Skizzen, meistens am Abend passiert das. Und dann gehe ich her, schlage als erstes bei unseren Masken das Kopfteil aus, bohre dementsprechend gleich die Löcher vor. Dann kann mir schon gar nichts mehr passieren. Dann drehe ich es um und teile mir dementsprechend, je nach Skizzen, teile mir das Holz auf und schneide mit der Elektrosäge grob vor, schlage das meiste weg und dann gehe ich erst ins Detail. Für Herbert Schafbauer ist das Maskenschnitzen eine absolute Leidenschaft. Wenn es schlecht geht und du gehst jetzt in die Werkstatt, ist immer schlecht, weil dann wird die Maske eigentlich nicht so. Du sollst eigentlich ein Wohlbefinden haben und dann wird die Maske aber auch viel schöner. Die Kirchseeoner Perchten gibt es seit 1954. Da fand der erste Perchtenlauf statt. Ich mache das seit 49 Jahren, das ist mein Leben und auch diese Gemeinschaft, die wir haben zwischen Jung und Alt. Der Jüngste ist 12, der Älteste ist 65. Mich hat das schon als kleines Kind total begeistert und bin Sommer wie Winter im Garten umeinander gekupft und habe Perchtentänze geübt. Ich spiele gerne Rollenspiele und deswegen macht mir das mehr viel Spaß. In Kirchseeon haben eigentlich alle mehr oder weniger irgendetwas mit den Perchten zu tun. Die Perchtenläufe sind für viele ein einzigartiges Ereignis, auf das sie sich das ganze Jahr über freuen. Unsere Maskenvielfalt ist halt auch, und unsere Tänze und unsere Gesänge, das ist halt schon außergewöhnlich. Es gibt nicht viele Gruppen, die das so machen. Und dann, was auch, wir sind 70 Aktive und wir ziehen von Haus zu Haus und das macht natürlich schon was her mit Instrumenten, mit Trommeln, mit Glocken und Fackeln. Das, glaube ich, fasziniert die Leute schon. Mutzbach ist die Linkstehner, da bauen wir wieder an der Tropf. Den ist Fox, der Tropf. Dem Corona-Jahr müssen die Kirchseeoner Perchten aussetzen. Aber es bleibt zu hoffen, dass sie im nächsten Jahr während der Rauhnächte wieder tanzen dürfen. Früher waren die Rauhnächte ja eine existenzielle Zeit, also wo die Menschen eine Angst hatten, die wir uns heute nicht mehr vorstellen konnten. Die waren abhängig davon, dass das Licht wieder kommt. Sie waren abhängig von der Ernte, die sie im Sommer eingetragen haben, und der Frage, wird uns das durch den Winter reichen? Das ist heutzutage in unserer heutigen Gesellschaft ja keine Frage mehr. Es ist ja immer alles um uns herum, es ist alles da. Und gerade die Rauhnächte sind so eine wunderbare Zeit, um uns daran wieder zu erinnern, was kann uns die Natur geben? Wie gehen wir mit der Erde um? In welcher Verbindung stehen wir mit der Natur und der Erde? Und das finde ich schon spannend, dass man hier so etwas wie eine Ehrfurcht merkt oder ein Verhältnis oder eine Beziehung merkt, die auch gepflegt werden muss, die nicht nur dazu dient, dass man sagt, wir nehmen uns, wir eignen uns das an, sondern wir müssen uns diese Beziehung, wir müssen uns diese Natur auch anverwandeln. Wir sind Teil davon. Und wir können innerhalb der Rauhnächte auch mal zelebrieren, wofür können wir dankbar sein. Der Bauer früher, klar, die waren es für eine gute Ernte oder das Vieh hat sich gut vermehrt, sie konnten ordentlich schlachten, diese ganzen Themen. Dem sind wir heute natürlich einfach entfernter. Es ist schon alles selbstverständlich geworden heute. Und wenn man auf was angewiesen ist, dann ist man viel dankbarer dafür. Und wir merken es nicht, aber wir sind es trotzdem. Wir sind auf die Natur angewiesen. Auch wenn wir das vielleicht vergessen haben oder gerade nicht so präsent spüren. Und gerade auch in so einem Jahr, wie es jetzt hinter uns liegt, wo
viele Menschen auch große Sorgen hatten, umso wichtiger ist, dass auch innerhalb dieser Sorgen der Blick für die Dankbarkeit nicht verloren geht. Und da eignen sich die Rauhnächte natürlich wunderbar, da mal ein Augenmerk drauf zu legen. Schöne Weihnachten, Martha. Schöne Weihnachten. Eine Magd, die sich alleine fühlt und einen Ehegatten wünscht. Bisher vergeblich. Was sie noch nicht weiß, in den Rauhnächten lässt sich in die Zukunft blicken. Martha, hör mir gut zu. Ich habe ein Geheimnis, das ich dir verraten möchte. Heute Nacht, punkt Mitternacht, kommst du hierher in die Stube, ziehst dich aus und fegst, dann hast du die Chance, in die Zukunft zu sehen und deinen Ehemann kennenzulernen. Erzählt der Frau des Hauses, was sich zugetragen hat, dass deren Ehemann plötzlich im Zimmer erschienen sei. Doch diese weiß, er war die ganze Zeit mit ihr in der Kirche. Ein böses Omen. Meinen Bezug dazu, der ist eigentlich wirklich aus der Kindheit gegeben. Ich bin am Fuße des Untersbergs aufgewachsen, das ist in der Nähe von Salzburg. Und dort gab es den Rauhnachtsumzug mit der wilden Jagd. Und das war etwas, was ich als Kind wahrgenommen habe und was große Eindrücke auf mich ausgeübt hat. Ich denke, es ist eine Faszination, die immer größer wird, die zurückkommt. Aber ich glaube, dass viele dazu neigen, sich nur das Lichte, das Helle, das Heimliche, das Kuschelige herauszupicken und dabei vergessen, dass die Rauhnächte früher eben diese düstere Zeit waren, eine stürmische Zeit, in der das Unkontrollierbare ins Leben kam. Solange sich die Großeltern an Weihnachten hinsetzen, Märchenbücher mit den Enkeln anschauen, solange man sich Geschichten erzählt, solange es Christbäume gibt und Weihnachtsgeschenke, wird es mit Sicherheit auch Aberglauben und Brauchtum an Weihnachten geben. Also ich finde allein schon das Bewusstsein, dass es die Rauhnächte gibt und dass es eigentlich darum geht, ruhig zu werden, in sich zu gehen, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Allein das kann vielleicht beim einen oder anderen schon machen, dass man ruhiger wird. Das fing früher an mit dem Respekt, mit der Dankbarkeit gegenüber der Natur, aber geht heute natürlich auch in stressigen, überladenen Zeiten, in denen wir leben, in der Digitalisierung. Ich habe dadurch nicht weniger Zeit zur Verfügung für meine anderen Dinge. Im Gegenteil, ich kann Kraft schöpfen und schaffe dann diesen Ansturm der Aufgaben wieder viel besser, wenn ich mir die Ruhe genommen habe, wenn ich es mir vor Augen geführt habe, was da tatsächlich los ist.
Rauhnächte. Die Zeit der Orakel. Bleigießen. Während wir das schmelzen, haben wir die Frage für uns präsent: Was ist im nächsten Jahr wichtig für mich? Das Geld zerschmilzt in meinen Händen. Genau. Ich habe ein größeres Teil und viele kleinere. Ja, bei mir ist eins rausgekommen aus dem Herz. Also eigentlich sehe ich da einen Schuh drin. Ja, ja, sehe ich auch. Mein erster Gedanke. Vorwärts gehen, allerdings hat der ein Loch. Seltsamerweise. Naja. Ja. Armin, was hast du? Ist bei mir schon schwer zu sagen. Also ich habe da jetzt nicht gleich eine Vorstellung, was das sein könnte. Es ist so zerrissen. Das könnten Bäume hier sein und da so eine Figur. Also ja. Ich sehe da ein Tier eigentlich. So gefällt mir es auf jeden Fall. Und was haben wir denn bei dir? Bei mir viele Kleinteile. Ich kann mir vorstellen, es steht vielleicht auch irgendwie für meine Projekte. Es hat so eine Tellerform so ein bisschen. Es hätte was von einem Tablett. Da kannst du deine Projekte drauflegen. Ja, stimmt. Auf ein Silbertablett. Oder? Stimmt. Wer in diesen Tagen morgens aufsteht und pfeift, der hat Unglück zu erwarten. Am Donnerstag vor dem Christfest wird eine junge schwarze Henne betäubt und auf den Boden gelegt. Danach versammeln sich junge Leute in einem Kreis um sie herum und warten, bis sie wieder aufwacht. Verlässt die Henne nun den Kreis, so wird angenommen, dass diejenigen, zwischen denen sie hindurchgeht, im Laufe des Jahres heiraten. Verunreinigt sie aber eine Stelle, an welcher ein Mädchen sich befindet, so wird diese junge Frau demnächst ein uneheliches Kind zur Welt bringen. In den Rauhnächten ist jegliche Arbeit verboten. Sonst fällt der Wolf über die Herde her und das Vieh gedeiht nicht. Sie hat ein Buch über die Rauhnächte geschrieben. Fantasy-Autorin Birgit Jecke. Mit dem Historienroman Die Druidin landete die studierte Archäologin einen Bestseller. Und auch Das Erbe der Rauhnacht war ein Erfolg. Am Anfang war ich mir nicht so ganz sicher, wie sehr ich auf der historischen Seite sein will und wie sehr auf der Fantasy-Seite, weil gerade Die Druidin, der erste Roman, den ich geschrieben habe, der ist ja sehr, sehr historisch. Und ich wollte aber das Mystische bewahren. Und so ist der Roman auch unverhaftet in Ort und Zeit. Ja, er spielt im 16. Jahrhundert, aber ich gebe nie genau an, in welchem Jahr. Ich sage auch nicht genau, an welchem Ort. Und mich da ein bisschen zu lösen von dem Drang, es historisch genau zu machen, das war fast ein bisschen schwierig am Anfang. Ihr Rauhnacht-Roman ist spannend und romantisch zugleich. Erzählt wird unter anderem von Knecht Ruprecht, der sich in die Anführerin der wilden Jagd verliebt, die Perchter. Als ich angefangen habe zu recherchieren und ich über die Figur der Perchter stolperte, da war ich erstaunt, dass wir hier einer uralten Göttin begegnen, einer der großen Göttinnen, die man in die Tradition der Terra Mater stellen muss. Und die Faszination für mich war, dieser uralten Göttin eine Gestalt zu verleihen in diesem Roman und sie in die heutige Zeit zu bringen. Die Magie ist eine andere, wenn sich das Jahr dem Kommenden neigt. Grenzen verschieben sich. Dank ihrer Recherche für den Roman hat die Autorin viel über die Rauhnächte erfahren und ist seither fasziniert von ihnen. So ist es kein Wunder, dass sie durchaus auch mal kleine Rauhnacht-Events zelebriert. Dieser Abend heute, der soll sich ganz den Rauhnächten widmen, ihrem Mythos, ihrer Magie und den Sagenfiguren und Legenden, die diese Tage bevölkern. Allen voran Frau Percht.
Bei solchen Veranstaltungen merkt Birgit Jeckel, dass die Rauhnächte und ihre Rituale bei ihrem Publikum auf großes Interesse stoßen. Die Sagen und Legenden verströmen einfach einen ganz speziellen Zauber. Perchter folgte zuletzt auf einem Holzschlitten, den Wolf zog. Sie stand auf den Kufen des seltsamen Gefährts, als bewegte sie sich nie anders fort. In der linken schwang sie ein Beil, die Haare flatterten offen, ihr Gesicht verborgen hinter einer Rabenmaske. Ein Umhang aus pechschwarzem Gefieder bauschte sich schwingend gleich über ihren Schultern. Der Ruf eines Habichts hallte von den Mauern wider. Doch Rupp hätte nicht sagen können, ob es ein Schrei aus Perchters Kehle war oder ein verirrter Vogel. Zwölf Nächte außerhalb der Zeit, in denen die Grenzen zu anderen Welten fallen, Geister an Türen klopfen, die Zeit der wilden Jagd. Hütet euch, denn die Dämonen lauern in uns. Für mich ist eigentlich so die Symbolik dahinter, die Bedeutung, die es was heute haben kann, sehr, sehr wichtig. Und das geht weit darüber hinaus, ob man ein bisschen hier die Stube räuchert, da ein bisschen räuchert. Es geht weit darüber hinaus, ob wir ein Orakel werfen, Bleigießen machen, also all diese Zauber, die wir für die Rauhnächte kennen. Sondern da ist eine viel größere Tiefe mit drin, die es lohnt zu entdecken, denke ich. Welch magische Stories die Romanautorin auch entwickelt. Die beste Inspiration findet sie in der Natur. Das war auch bei Das Erbe der Rauhnacht so. Ein Buch, in dem es zwischen den Zeilen noch darum geht, sich, andere und vor allem die Natur wertzuschätzen. Zwischen Weihnachten und Neujahr darf nicht ausgemistet und gedroschen werden. Sonst hat man es mit Hexen zu tun. Man darf sich und seine Kleider auch nicht waschen, denn dann hat man im kommenden Jahr kein Glück. Gibt es in dieser Zeit viel Nebel, gibt es ein nasses Jahr. Ist es hell und klar, ein trockenes. Wer an Weihnachten die Treppe scheuert, stirbt innerhalb eines Jahres. Stellt man am Weihnachtsabend alles Geschirr unter den Tisch und umzieht es mit einer Kette, so fällt die Ernte im kommenden Jahr gut aus. Und die Bäuerin hat Glück beim Wirtschaften. In den Rauhnächten können junge Frauen in die Zukunft blicken und erfahren, wer ihr zukünftiger wird. Sie schleichen einfach um Mitternacht zum Ofen und lauschen, welche Geräusche zu hören sind. Diese lassen Rückschlüsse auf den Beruf des zukünftigen Gatten zu. Klingt es so? Dann wird es sich wohl um einen Schmied handeln. Es könnte aber auch Es gibt aber auch andere Methoden, um etwas über den Bräutigam ins B zu erfahren. Das Pfulbentreten. Eine weitere Möglichkeit: Schläge gegen das Bett. Diese sollen dabei helfen, dass junge Mädchen ihren Herzallerliebsten im Traum sehen können. In den Rauhnächten gibt es natürlich noch zwei ganz wichtige mythische Sagengestalten. Das ist Frau Holle und die Percht. Unter dem Begriff Percht kennt man sie hauptsächlich im Alpenraum. Frau Holle heißt sie eher so im Mitteldeutschen. Sie ist auch nicht beschränkt auf Spinnstuben. Sie ist auch eine Totengöttin, sie ist eine Fruchtbarkeitsgöttin. Sie sorgt für Heim und Herd wie für Ackerbau und dass die Kühe ihr Gras zum Fressen haben. Perchter bringt die Kinder und sie nimmt sie wieder. Also auch hier sehen wir in dieser Figur die Vollendung des Kreislaufs des Lebens.
Percht ging es dann mit dem Christentum später so wie vielen anderen Märchengestalten. Sie wurde eher dämonisiert. Ganz früher war sie eher positiv als Verführerin. Und man hat sie aber auch, gerade im Zuge der Christianisierung, als die immer düsterer geworden ist, als Schreckgestalt benutzt, um Gehorsam zu erzwingen. Und ich glaube, da wurde einfach auch ein bisschen Angst gemacht damit, weil dieses Mystische, dieses Undurchsichtige, das Dunkle, damit wollte man einfach nicht so viel Kontakt haben. Im Grunde genommen ist die Berchta auch eine quasi, wenn man so will, transzendentale Gewerkschaft gewesen, die einfach mit ihren Geschichten erzählt hat, zu dieser Zeit bleibt ihr einfach mal ruhig. Ihr werdet jetzt nicht noch mal extra irgendwie eine Arbeit machen, sondern auch euch als Landarbeiterinnen oder Landarbeiter steht zu, dass ihr in dieser Zeit ruht. In den Sagen ist sie dann gütig, wenn ihre Vorschriften eingehalten werden, dass bestimmte Ordnung im Haus herrscht, dass es sauber ist, dass nicht gearbeitet wird, vor allem in den Spinnstuben nicht. Und wenn sie sieht, die Menschen halten sich daran, die Menschen leben nach ihren Gesetzen, dann hat sie diesen Segen sehr, sehr gerne ausgesprochen. Wenn allerdings die Unvernunft geherrscht hat, wenn die Leute einfach weiter gehetzt sind von einem zum anderen, dann wollte sie das in Erinnerung rufen. Wenn sie festgestellt hat, dass die Damen früher unsauber am Spinnrad gearbeitet haben, dann wurde sie so böse, dass es so weit ging, dass sie einem den Bauch aufgeschlitzt hat als Strafe dafür, für schlechte Arbeit und für unsauberen Dienst. Aber sie ist nicht ewig gnadenlos. Es heißt, wenn man ein Jahr verstreichen lässt, dann kommt Perchta zurück und hebt den bösen Zauber auch wieder auf. Das Mädchen, das von Frau Perchta geblendet worden war, lebte und arbeitete bei einer alten Frau, die die alte Welt und ihre Geister und Geschichten und genau kannte. Sie lehrte der jungen Frau, wieder Hoffnung zu schöpfen und in die Welt zu blicken, obwohl sie diese mit ihren Augen nicht mehr sehen konnte. Und dann, während der nächsten Rauhnächte, nahm sie die Magd an die Hand und führte sie zu jenem Ort, an dem diese vom Zorn der Perchta getroffen worden war. Sie sollte ihr Gaben bringen und auf sie warten, um auf deren Gnade zu hoffen. Aber so steht es geschrieben.